Herzlich willkommen hier bei Erfolg heißt nach oben schauen. Wir sind heute hier bei Wacker Wiesenbaum und einem großartigen Mann namens Radzef Puntovic. In der schwersten Krise der Vereinsgeschichte hat er den Verein übernommen mit einer dramatischen Punktebilanz von 0 zu 32 und einer Tordifferenz von 2 zu 68, weil man ehrlicherweise sagen muss, die zwei Tore auch noch Eigentore der Gegner waren. Trotz der mehr als prekären Lage hat der Mann es irgendwie geschafft, dass der Verein innerhalb von nur zwei Spielzeiten gleich zweimal den Aufstieg feiern durfte. Wir wollen wissen, welches Geheimnis hinter dem Erfolg des Vereins steht und schauen uns das sehr genau an, denn wir glauben, dass das für viele, viele sehr, sehr interessant werden könnte. Es ist irgendwas gegen nach 9 Uhr mittags, als wir mit unserem Kamerateam in dem beschaulichen Örtchen namens Wiesenbaum einfallen. Wiesenbaum, eines dieser Orte, wo man Ortseingangs- und Ausgangsschild bequem auf ein Foto bekommen würde. Naja, zumindest dann, wenn man eine dieser sehr langen Kameras hat, mit denen man um die Ecke fotografieren kann. Gefeucht? Nein. Na los! Kommen Sie, der Alte wartet schon. Hier geht's lang. Ach du Scheiße. Na los, Mann! Hier lang! Kommen Sie! Was? Der Pressefutzi ist da! Ja, der von Erfolg heißt nach oben schauen. Ganz, ganz schwer vorstellbar, dass von hier aus die Geschicke eines Vereins geleitet werden, der sich an der Schwelle zur ersten Fußball-Bundesliga befindet. Ist er das? Der Originalball von damals? Na klar. 16.08.84. 16.38 Uhr, 87. Minute gegen Blutgrätsche Pützingen. Atze bringt die Pille von rechts scharf rein und Schosch direkt mit Picke in Pfosten rein. 12 zu 11. Warum ausgerechnet Wacker Wiesenbaum? Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Gold, Immobilien, Grundstücke und Anlagen dazu, hat Danny Kane gesagt. Da hat er recht, der gute Mann. Nur eins hat er vergessen. Jeder glückliche Mann braucht einen Verein. Stan hat Chelsea. Moment. Ja, was ist denn? Ich bin im Interview.
Nein! Für 2 Kilo komme ich nicht raus! Idiot. Roman hat Arsenal. Nasser hat sich Paris Saint-Germain gekrallt. Die Agnellis, Juventus Turin und ich. Wacker Wiesenbau. Die Jungs waren ganz unten. Wo soll's denn hingehen mit Wacker Wiesenbaum? Direkter Durchmarsch bis 2027 in die erste Liga und danach Champions League. Herr Puntovic, das wird aber nicht ganz billig. Falls Sie sich jemals gefragt haben, wie Katar zum Austragungsort für eine Fußballweltmeisterschaft gewählt werden konnte, et voilà. Können Sie denn unseren Zuschauern Ihr Erfolgsrezept verraten? Der Trainer? Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Alle fischen im Trainerbecken. Aber ich hab den fetten Karpfen an der Angel. Drauf! Alle drauf! Los, alle rüber! Mach den Ball da weg! Mann, ihr Pfeife! Hallo, den Mann alle drauf! Hey, Bursche! Er war faul! Galant, schieb den Lili! Mann, hör mit der Pummeleine auf! Du gehst mir auf den Sack! Rein! Hau das Ding rein, du Arschloch, du! Du, wir sprechen uns doch! Du kommst runter! Runter mit dir! Wer ist für den zuständig, ihr Idioten? Na los, lang nach vorne mit dem Ding! Hau den vorne rein! Grätsch den weg, Mann! Na los, du mach auf! Danke für das Interview. Radzef Puntovic, ein echter Macher, ein Teufelskerl, ein Mann wie Olli Kahn oder wie Steffi Graf, mit einem Gespür für das richtige Personal und einem stets unfehlbaren Geschmack, was Klamotten betrifft. Ja, Chef, soll ich ihn rauslassen? Finale Lösung? Ja, normal? Ja gut. In Ordnung, kann ich machen, Chef. Alles klar, da kommt er schon. Ich muss Schluss machen. Los, kommen Sie. Machen Sie schnell, bevor der Alte sich das noch anders überlegt. Kommen Sie, hier geht's lang. Hier lang. Hat der Alte versucht, Ihnen den Trainer zu verkaufen? Wie wird denn nicht los? Ich sag ja immer, wer so ein Schiff hat, der braucht keine Schwiegermutter. Wenn ich eine Chance hätte, ich bin weg, wie nix. Brauchen Sie vielleicht mal eine Aushilfe oder so? Nur Bescheid sagen. Ja, kurzer Anruf und ich bin morgen da. Na los, kommt, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Volk heißt nach oben schauen. Ganz, ganz spannende Sendung verfolge ich immer. Hier lang. Da geht's raus. Wo geht's denn morgen hin mit Erfolg heißt nach oben schauen? Hä? Morgen sind wir zu Gast in Ramstedt bei Werner Hackenbroich. Der produziert aus gebrauchten Schießer-Doppelripp-Unterhemden aus Bundeswehrbeständen FFP2-Masken zum Preis von 14,12 Euro. Da interessiert uns natürlich besonders, wer kauft sich sowas? Deswegen schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, Erfolg heißt nach oben. Boah, muss aber auch nicht.
Ich jedenfalls muss jetzt los. Ich will vor dem Abendessen noch ein Corona-Testzentrum eröffnen und muss dafür noch die Online-Schulung absolvieren. Hoffentlich sind die Prüfungsfragen nicht allzu kompliziert. Drückt mir die Daumen. Ciao.